Hallo und herzlich willkommen zurück bei Amnesia. In der letzten Folge hatten wir Stoli, unserem besten Freund, gegen die Wand geklatscht, haben damit dieses Loch fabriziert und wollen uns jetzt einfach mal anschauen, ob wir da durchkriechen können oder sonstiges. Ups, können wir. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Okay, wir haben was Neues im Journal. Mementos. Es gibt eine Art geheimen Mechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. So. Geschichtsraum. Es ist hier doch ein wenig sehr dunkel. Machen wir mal ein bisschen Licht. Na, Lampe weg. Ein Buch mit einer. Doch, ich kann es lesen. Pflanzenreich. Okay. Dann haben wir noch ein kleines süßes Zettelchen, das wir nicht nehmen können. Ich hätte gerne diesen Zettel. Aha. Hiesige Folklore. Altstadt und Schloss Brennenburg 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen, bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet. Und den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper von ihren verdorbenen Seelen gefertigt entstellten sich und ihr Wesen veränderte sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als gräußliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, weil es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören, in feuchten Leinensäcken, die die Sammler hinter sich herziehen und ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen. Sie wurde nie wiedergesehen. Das heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in der Altstadt gewesen zu sein. Man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern besuchte? Und was ist ihm zugestoßen? Die hiesige Folklore ist ganz schön lang.
Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brennenburg lebte mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe der Altstadt. Und wie es bei den meisten adlig Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichten, lässt sich nur noch wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, wieder errichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnte daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 30 Jahren aus dem Westen herkam, während der Zeit der Besetzung hier lebte und wie die großen Anführer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Ja, Alexander. Irgendwie kommt uns dieser Name doch ein bisschen bekannt vor. Ein Luftzug und ein schwaches Licht scheinen hinter dem Regal vor. Es muss eine Möglichkeit geben, hineinzukommen. Das dachte ich mir auch gerade. Vielleicht müssen wir überall Licht anmachen. Oder die Bücher raus. Raus, 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 raus. Oh. Das war es nicht. Können wir es kaputt machen? Nein, können wir nicht. Okay. Eine Tür. Lässt sich nicht öffnen. Es ist abgeschlossen. Also dafür, dass es abgeschlossen ist, wackelt die Tür ganz schön. Ja. Was passiert hier? Es tickert. Kann ich es jetzt aufmachen? Nein, kann ich nicht. Aber hier ist noch so ein Buch. Okay, es waren zwei Bücher. Drei Bücher. Ja, Kümmel öffnet dich. Schichtenraum. Nix drin. Wir verschwenden unsere Büchschen. Das mal so klug war. Oh. Das nehmen wir uns gleich. Erstmal weiter umschauen. Nichts drin, nichts drin, nichts drin. Ein Buch. Pflanzenreich. Nur Pflanzenbücher hier. Ach, wir können uns sogar zur Seite lehnen. Dabei wollte ich doch noch rausfinden, wie man Objekte dreht. Ich hab's nämlich vergessen. Ein Schlüssel. Nicht nett. Wir haben immer noch leichte Kopfschmerzen, aber körperlich scheint alles gut zu sein. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal das Zettchen. Bezüglich der Schließung des Weinkellers, wofür wir gerade die Schlüssel gefunden haben. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschung lange genug gefährdet. Mit ihrem selbstvergessenen Umhang, mit den menschlichen Gefäßen.
Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brennburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen vor der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs, oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zum Trinken geben. Das würde in gewisser Weise beide Probleme lösen. Genau. Also, ich entschuldige mich schon mal, wenn ich mich des Öfteren verlesen sollte. Ach, wir haben den... Ja, den Schlüssel aufgehoben und die Tür ist offen. Das ist aber zu freundlich. Ich weiß, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon mal gesagt, aber ich will da nicht rein. Überall Bruchstütz. Halt, erstmal schauen, wie viel Öl wir noch haben. Ja, das sollte erstmal reichen. Eine Zünderbüchse nur noch. Das ist mir alles nicht so geheuer. Aber ich weiß jetzt zumindest, wo wir rausgekommen sind. Gott sei Dank gibt es hier Stühle. Um festzustellen, dass nichts drin ist. Okay, ich glaube, ich weiß doch nicht, wo wir rausgekommen sind. Ich dachte, das wäre der schöne große Raum. Nein. Egal, was da drin ist, ich will es nicht sehen. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Oh mein Gott. Ob ich mich reintrauen soll? Was sagt denn unser Zustand? Die Hände zittern. Und wir haben Kopfschmerzen. Oh Gott, ich glaube, wir müssen hier rein. Doch, wir waren hier vorhin doch schon mal. Da hat uns doch auch was angeknurrt. Oder war das ein anderer Raum? Hey, wir sind zu mutig. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich glaube, das ist ein anderer Raum. Oder auch nicht. Nein, das ist nicht ein anderer Raum. Da ist vorhin... Vorhin ist gut! Mami! Scheiße! Wo ist es hin? Oh mein Gott! Das ist nicht nett! Das ist echt nicht nett! Oh Gott! Okay. Das ist das erste Mal, wo ich mich richtig erschrocken habe. Der geistige Zustand? Ja, der Kopf dröhnt immer noch. Das Herz rast. So meins. Seins anscheinend nicht, aber meins. Es ist immer noch hier. Ich hör's. Geh weg, lass uns in Ruhe. Bitte. Bitte, 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 bitte. Auf Klavier zu spielen. Arschloch. Entschuldigung. Aber... Nein. Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Ich sehe dich nicht. Du siehst mich nicht. Einverstanden? Oh Gott. Nein. Okay. Seltene Bücher. Oh Leute, ich glaube, ich führe euch im Kreis. Es tut mir echt leid, aber ich habe echt keine Lust, an den Raum wieder zurückzugehen. Ich konnte mir das Ding, nennen wir es, nicht richtig anschauen. Ich glaube, ich will es auch gar nicht richtig anschauen, weil
hier raus. Ich will einfach nur noch raus. Mehr will ich gar nicht. Ich will raus. Nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Geistiger Zustand. Immer noch. Oh mein Gott. Ist das eklig? Ist das eklig? Ist das... Ja. Nein, 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 nein. Ich will da nicht... Ah! Aua! Oh Gott! Kannst du da drüber springen? Aua! Ah! Nein! Ich weiß nicht, da liegt so eine Pizza. Ich trau mich gar nicht hier irgendwie. Es tut auf jeden Fall weh. Kann ich's. Ja, nee. Hier kann ich drauf rumlaufen, ja. Aber da drüben verbrenne ich mir, tue ich mir weh, auf jeden Fall. Ach, jetzt komme ich drüber. Okay, ich glaube, das heißt nichts Gutes. Gehen wir einfach mal weiter. Zu einer Buchse. Büchse. Scheißegal. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Und noch weiter? Und mir kitzelt die Nase. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Ich glaube, das Vieh erwartet uns. Irgendwo, auf jeden Fall. Da ist der Weinkeller. Stimmt's oder habe ich recht? Okay, schauen wir uns die Notiz an. Mementos. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Mit der Laterne nicht. Aber wir können es anpacken. Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Ganz toll. Ja, gehen wir wieder raus. Flop. Und ich würde sagen, wir beenden damit erstmal die Aufnahme. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Amnesia. Tschüss.